So, da sind wir wieder. Podcast von Sven Heidenreich, Folge 236. Ja, also erst kam die 235, jetzt haben wir die 236, diesmal wieder auf 320, also kein Zwischeln und natürlich sonst, wie ihr den Sound kennt, Olympus DM770. Ja. Ja, ich habe einfach nochmal beschlossen, einen Podcast aufzunehmen. Das heißt, ich werde mir jetzt wieder einen Kaffee machen. Ja, und dann quaken wir wieder so ein bisschen. Und schauen wir mal, wie das so läuft. Ja. Hab heute wieder mit Flo ein bisschen gequatscht und hatten wir eine kleine, ja, ich will nicht sagen Auseinandersetzung, aber ich habe etwas gesagt, was ich widerlegen muss. Und zwar, wir fingen an, über Programmieren zu reden, wie man Keyboards programmiert. Und da hat er erzählt, wie das mit dem Technics KN1000 so geht, dass man da so mit Loops arbeitet und so. Und da habe ich halt gesagt, ja, das wäre nicht mein Ding. Und für eine Aufnahme 3 Stunden, also für ein Arrangement 3 Stunden zu brauchen. Und das ist doch, für mich ist es kein Musikmachen, wenn ich so einen Loop programmiere und einfach nur auf den Knopf drücke und dann, ja. Und das ist für mich kein Musikmachen. Also irgendwie habe ich das eigentlich, letztendlich habe ich es irgendwie auch nur aus Frust gesagt, weil ich so gedacht habe, ja toll, der hat wenigstens Keyboards und kann programmieren und alles und ich habe nicht mal das. Und das hat mich irgendwie so frustriert, dass dann träume ich ja auch noch von einem neuen Keyboard und dann ja, kommt sowas halt hoch. Und dann versucht man halt alles, was der andere in dem Moment hat oder gut macht oder so als schlecht zu sehen. Und ja, ich habe dann auch ein bisschen drüber nachgedacht, was ich da gesagt habe. Und ja, da ist mir Folgendes aufgefallen, dass ich natürlich, als ich die Fanta 4 Sachen gemacht habe früher, mit dem PSA 500, habe ich letztendlich genauso gearbeitet wie Flo. Ich habe, also so ein Rhythmus hat 2 Variationen. So. Und ich habe auf der ersten Variation, also wenn man mal jetzt ganz normal, ne, nimmt das Stück ganz normal von Fanta 4. Ne? Dieses Klavier. So, was habe ich gemacht? Auf der ersten Variation habe ich eingespielt, also habe ich meistens den Werksbeat genommen, ne? Den habe ich gelassen, habe aber alles andere gelöscht und habe dann halt den Bass eingespielt mit so einem Akustikbass dann. Und dann das Klavier eingespielt. So, das war dann ganz normal. Und manchmal habe ich noch eine zweite Variation gemacht, aber meistens habe ich auf der zweiten Variation ja schon Smooth Schweift ausgehabt. Sodass ich praktisch, wenn ich ganz normal spielen wollte, habe ich die erste Variation genommen von dem eingespeicherten Rhythmus. Ne? So, und als zweites habe ich dann Smooth Schweift ausgemacht. So, und das waren ja letztendlich auch Loops, weil da brauchte ich nichts mehr dazu machen. Da habe ich nur noch, wenn ich einen Bass brauchte, rausgeschaltet und wenn Schlagzeug nicht so sein sollte, habe ich es rausgeschaltet. Also letztendlich habe ich genau so gearbeitet wie Flo. Nur halt nicht mit ganz so viel Loops oder so. Oder so. Ich hatte ja bloß pro Rhythmus immer 2 Variationen. Ich konnte 4 Rhythmen programmieren. Das heißt also, wenn man jetzt so ein Loop programmiert hat, ja, also statt eine ganz normale Begleitung, die dann nur über einen Akkord geht, halt so ein Loop oder so eine Akkordfolge, da hat man natürlich nur 2 Variationen gehabt. Und letztendlich habe ich genau das Gleiche gemacht. Das ist mir gerade so bewusst geworden. Und dann denkt man natürlich wieder, was redet man da eigentlich? Wenn man doch eigentlich manchmal genauso gearbeitet hat, hat es aber später dann natürlich nicht mehr so machen können, weil mit den anderen Keyboards konnte ich ja nicht mehr programmieren groß. Und mit dem 740er, den ich damals hatte, dem PSR 740, da konnte man ja ohne Sehnehilfe gar nicht programmieren. Habe ich ja damals mit meinem Kumpel Holger programmiert. Schöne Grüße übrigens. Achso, er hört ja den Podcast gar nicht. Aber gehe ich mal davon aus. Aber ich grüße ihn trotzdem. Und ja. Und das ist immer wieder komisch. Also man kritisiert etwas. Habt ihr bestimmt auch schon mal erlebt. Ihr kritisiert etwas, macht es aber eigentlich selber oder habt es selber gemacht. Und natürlich ist es, was ich da gesagt habe, war natürlich überspitzt und eigentlich aus einer
Also klar ist das nicht meine Art, Musik zu machen irgendwie. Also jetzt gerade mit diesen alten Sounds nicht. Also eigentlich geht es mir ja mehr um die alten Sounds. Ne? Dann habe ich auch zu Flo gesagt, naja, hätte ich jetzt ein Keyboard mit einem moderneren Sounds, würde ich auch mit so Loop, also mit so diesen Composer, wie sich das bei Technics nennt, auch arbeiten. Aber dadurch, dass der halt so altbacken klingt und ich nicht mehr anständige Gitarrensounds hätte, kommt mir der Technics KN1000 natürlich nicht in Frage, aber man sagt dann eigentlich nur aus Wut, weil man selber kaum noch, weil man selber eigentlich gar nichts mehr machen kann, keine Musik mehr machen kann, gar nichts. Sagt man dann sowas und hinterher denkt man echt eigentlich, warum hat man das jetzt gesagt? Ist man eigentlich schon so verbittert, weil man nicht mehr Musik machen kann, dass man dem anderen letztendlich gar nicht mehr das zugesteht, dass man wirklich so denkt, so, wenn der das nicht kann, dann soll er wenigstens hören, wie sauer ich darüber bin oder so. Und ja, dann tut es einem natürlich auch leid und dann sagt man, Mensch, warum hat man das jetzt eigentlich gesagt? Das hätte man sich eigentlich auch sparen können. Aber auf der anderen Seite, ja, warum sagt man sowas? Und ja, weil man eigentlich Musik machen will. Also völlig. Völlig bescheuert, oder? Man kritisiert etwas, weil man eigentlich selber das machen will. Meistens kritisiert man ja auch deswegen, ne? Und ja, hat mir dann natürlich auch irgendwo leid getan, weil ich mir so gedacht habe, naja, er arbeitet halt so, ich arbeite halt so. Klar, ich würde nie mit so alten Sounds arbeiten, also Technics KN1000, ich weiß nicht wer, oder KNX1000, glaube ich, heißt der sogar. Flo, du kannst mich gerne nochmal korrigieren. Ich kenne mich mit Technics halt nicht so gut aus. Aber das sind halt so Keyboards, wo ich halt sage, wenn ich die höre vom Sound her. Also gut, ich brauche halt auch Keyboards, die gute Lag-Speeds haben. Also mir bringt es gar nichts, wenn ich, selbst wenn ich mit dem Ding super programmieren könnte. Aber ja, ich brauche einfach einen modernen Sound. Nicht, weil der so super klingen soll, sondern einfach, ich muss, wenn ich eine Gitarre spiele, brauche ich einfach dieses Feeling. Ja, dieses Articulation Voices, ne? Haben wir auch drüber gesprochen, Flo und ich. Habe ich gesagt, ich brauche einfach dieses, das muss quietschen, das muss, ja, ich muss dieses auf den Korpus hauen auch simulieren können. Ich muss beim Saxophon atmen und Blasen drin haben. Und das ist einfach, das finde ich einfach geil. Das ist irgendwie eine ganz neue Welt für mich gewesen, als das rauskam. Und ja, ich weiß nicht, ob ich mit so einem Technics KN1000, natürlich könnte ich damit eine Zeit lang vielleicht sogar Spaß haben und ich könnte wahrscheinlich auch damit programmieren, wenn man mir das zeigt und würde auch Gefallen finden daran. Gehe davon aus, ne? Aber die Frage ist halt, ob es für die Umsetzung meiner Musik ja reichen würde. Ja. Und das ist es, worüber ich momentan so ein bisschen nachdenke und ja, wann ist Kritik fair, wann ist sie nicht fair? Und klar, jeder macht seine Musik, wie er sie macht, aber wahrscheinlich ist das auch noch darauf zurückzuführen, weil er damals meine Werkspeeds so außen kritisiert hat und jetzt versucht man es natürlich letztendlich irgendwie zurückzugeben, indem man so unbewusst, indem man sagt, ja, du hast mich damals kritisiert mit meinen Werkspeeds, jetzt kann ich dich ja mal kritisieren mit meinem, wie du das machst. So. Und ja, und sollte natürlich unter Freunden eigentlich nicht sein. Ne? Aber ich glaube, das liegt bei mir einfach daran, dass ich, ja, ich glaube, der Traum hat mich einfach so traurig gemacht. Einerseits so glücklich, einerseits aber auch traurig, weil ich so gedacht habe, na super, und ich kann jetzt wahrscheinlich, wer weiß, wann ich mal wieder ein richtiges Keyboard haben werde. Und ja, ich glaube, dass ich einfach aus dieser Wut hinaus das so gesagt habe. Und ja, dafür möchte ich mich auch entschuldigen und aber es ist halt einfach ein Wunderpunkt. Also Musik ist einfach ein Wunderpunkt bei mir und ja, das wird sich ändern, wenn ich irgendwann wirklich wieder Musik machen kann, meine Gefühle besser verarbeiten kann. Ich versuche das ja auch immer in dem Podcast, aber es ist ja nicht dasselbe, ne? Wenn man sich einfach mal ans Keyboard setzt und Klavier und Streicher an und dann legt man los und dann stauen sich gewisse Dinge auf. Und dann irgendwann, wenn man dann so sieht, wie jemand so leichtfertig, ja, ich programmiere dann und mache dann dies und man selber sitzt dann da und denkt, ja, super. Ich kann nur davon träumen. Und ja, das macht
einen dann so wütend und traurig und dann ja, fängt man an, das zu kritisieren und vielleicht auch zu Unrecht. Und klar, werden wir nie eine gleiche Arbeitsweise haben, Flo und ich. Ne? Also das ist Quatsch. Wird nie passieren. Ne? Aber ich bin nicht in den 80ern, ich lebe nicht in den 80ern. Und das ist einfach so. Ja. Ja. Aber dann habe ich mir schon so, dann habe ich mir so überlegt, weil ich ja dieses schlechte Gewissen hatte, dann habe ich mir schon überlegt, holst du dir vielleicht mal so ein Technics K1000 und guckst mal, wie Flo damit arbeitet? Wie macht er das? Ne? Weil man will es ja auch verstehen. Ne? Warum ist er so begeistert von diesem Verfahren? Von diesem Verfahren, von dem Composer von Technics? Und diesen, also den Song sozusagen als Baustein einzuspielen und dann abzurufen und dann dazu zu spielen und so. Man will das ja auch, dieses Prinzip will man ja irgendwie auch verstehen. So, aber dann sage ich mir natürlich wieder, okay, jetzt mir deswegen einen 1000er zu holen und vor allem das Ding gibt es ja nicht mehr neu. Also wenn es das Ding neu gäbe, würde ich sagen, okay, würde ich machen. Ja? Das Problem ist nur, man kriegt ja so eine Keyboards nur noch gebraucht. So, und da ich keine Ahnung von dem Ding habe, weiß ich natürlich auch nicht, ob daran alles okay ist. Das heißt also, wenn mir jetzt einer so ein Ding verkaufen würde für 50 Euro, wüsste ich ja noch lange nicht, ob der nun in Ordnung ist. Ja, das könnte eigentlich nur Flo sagen, weil der das Ding kennt. Das heißt, man müsste den letztendlich erst zu Flo schicken, gucken, ob der okay ist. Dann müsste man, wenn er nicht okay ist, müsste man wieder, naja, ihr merkt schon, sehr kompliziert alles. Und ja, deswegen werde ich ihn mir natürlich nicht holen, weil das ist ja viel zu kompliziert. Und ja gut, das könnte man auch sagen, gut, wenn man den wirklich für 50 oder 100 Euro kriegen würde, ist ja auch nicht so viel Geld. Und erstmal ein Keyboard. Ne? Also ich bin da ein bisschen unschlüssig, weil wie gesagt, der Sound ist mir einfach zu altbacken. Und ja, trotzdem, sage ich das einfach öffentlich, weil ich will auch, dass ihr öffentlich merkt, wenn ich Fehler mache und ja, wenn ich halt mal wieder übers Ziel hinausschieße. Und da war es halt wieder so, dass ich einfach übers Ziel hinausgeschossen bin, dass ich einfach, ja, das, also schon allein, wenn man so einen Satz sagt wie, das ist für mich kein Musikmachen. Also daran merkt ihr schon, wie frustriert ich letztendlich war. Und das ist einfach ein Satz, den sagt man nicht. Ne? Also und da seht ihr aber auch, wie es mit mir halt ist, wie gern ich wieder Musik machen wollen würde. Und ja, wenn dann so eine Sätze rauskommen, da sieht man einfach mal, wie gern man es selber eigentlich wieder machen möchte. Und wenn man dann mit einem telefoniert, der letztendlich, obwohl er ja alte Keyboards hat, aber erstens hat er mehrere davon, zweitens hat er die Möglichkeiten, und du selber sitzt dann da und denkst, ey, du kannst jetzt nicht mal einfach am Klavier oder so sitzen. Du musst dich mit so einem Billig-Keyboard auch von der Arbeit begnügen. So ein Lidl, Aldi. Und das ist dann so einfach frustrierend. Und dann kommen so eine Dinger. Und ja. Und das ist einfach. Ja, und dann wird man halt auch unfair und dann sagt man sowas. Und ja, im Nachhinein möchte ich mich, wie gesagt, auch dafür entschuldigen, Flo. Das war nicht fair, was ich gesagt habe, weil ich kann ja nichts kritisieren, was ich selber nie gemacht habe. Oder letztendlich habe ich es ja doch gemacht, indem ich vielleicht den kleinen Rahmen, aber da habe ich ja auch, wie gesagt, bei Fanta 4 Sachen habe ich ja dann auch Loops eingespielt letztendlich. Ne? Also auf der ersten Variation, wie ich es vorhin erzählt habe. Und letztendlich habe ich es ja genauso gemacht, nur halt nicht so ausführlich wie du. Und ja, vielleicht habt ihr das ja auch schon mal erlebt, sowas, dass ihr aufgrund, weil ihr etwas selber gerne wolltet, einen anderen kritisiert habt und hinterher so gedacht habt, scheiße, eigentlich wir wollen es doch selber machen. Ja. Also ich bin ehrlich, wenn man mir jetzt so einen 1000er hinstellen würde und sagen würde, so so ein Technics K1000, dann würde ich auch damit rumprobieren. Ne? Also es wäre natürlich nie mein Hauptkeyboard, aber ich würde natürlich mich damit auseinandersetzen. Also das wäre kein Problem. Nur
Ja, die Frage ist, ob man heutzutage noch einen Technik-Skalen 1000 kriegt, der okay ist, ne? Das ist halt meine Angst. Aber ich würde, das ist, glaube ich, auch der Unterschied zwischen dem iPhone, weil du das, Flo, weil du das ja auch mit dem iPhone vergleichen wolltest. Ja, und der Unterschied ist aber, dass wenn ich an so einem 1000er rankommen würde und der wäre spottbillig, würde ich es wagen. Du würdest dir wahrscheinlich kein iPhone holen. Das ist der Unterschied. Und ja, und das ist einfach, bloß da ist halt die Angst mehr, dass ich ein kaputtes Modell kriegen könnte. Ne? Und es wäre natürlich ärgerlich, wenn man dann 50 oder 100 € ausgibt und das Ding ist kaputt. Wie gesagt, gäbe es sowas neu, würde ich sofort holen. Ne? Und würde sagen, okay, wie arbeitet Flo? So probiere ich das jetzt auch mal, indem ich halt programmiere, wie Flo das gemacht hat. Um zu wissen, wie ist eigentlich diese Welt? Und warum arbeitet er gerne so? Ja, also wenn jemand eine 1000er, einen Technik-Skyline 1000 günstig zu vergeben hat, der doch okay ist, Bescheid sagen, ich nehme den. Und dann würde ich das probieren. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber er muss halt wirklich intakt sein. Ne? Also, und da ist ja schon das Problem. Ich könnte das ja gar nicht überprüfen. Ja, aber ich würde mich drauf einlassen. Und würde es vielleicht als Skizze, als Ideenkiste, also wenn ich jetzt sage, okay, wie soll so ein Song klingen, wie du auch selbst gesagt hast, Flo, dieses, ah, wie soll das ungefähr klingen? Vielleicht habe ich ja auch total viel Spaß damit zu arbeiten. Ja, als Soundskizze. Wenn ich dann mal ein besseres Keyboard dann irgendwann habe, dass ich dann den 1000er nehmen würde als Ideen-Dingsda-Bumster oder ich spiele dann halt moderne Sounds drüber. Das geht ja auch. Also ich wäre auf jeden Fall bereit, sowas auszuprobieren. Ja, jetzt müssen wir uns noch billig an einen Teil 1000 rankommen. Ja, also weil ich will das ja auch verstehen können. Und ich will ja nicht einfach irgendwas kritisieren, was ich nie selbst probiert habe. Ja. Ja. Ja, mal gucken. Vielleicht hat ja mal einer einen K1 1000. Genau. Also, wie gesagt, daran seht ihr auch, wenn ich was Falsches sage und wenn ich Fehler mache, dann habe ich auch kein Problem, das öffentlich zu sagen. Und ja, ihr seht, wie man manchmal sein kann. Ihr seht, wie ich manchmal sein kann. Und ja, es gibt einfach Sachen, die einen frustrieren und dann lässt man das halt raus. Und meistens trifft es dann einen. Und letztendlich wollte man eigentlich nur sagen, verdammt nochmal, ich will wieder Musik machen. Das war eigentlich das, was man sagen will. Also was ich wahrscheinlich sagen wollte. Aber man hat es sich dann in so einer Diskussion verstrickt und ja, das ist nicht schön. Sicher kennt ihr das auch. Gerade unter Musikern ist es ja sowieso immer so ein bisschen, ja, was der eine macht, versteht der andere nicht immer. Und dann, ja, warum nimmst du jetzt den Sound oder warum, oh, das verstehe ich jetzt gar nicht oder so. Das ist halt immer so. Und da sind wir Musiker, oder ja, da sind wir manchmal wirklich ein bisschen empfindlich. Und ja. Trotzdem, Flo und ich haben eine wunderbare Freundschaft und würden wir natürlich nie aufs Spiel setzen wegen sowas, aber man denkt halt drüber nach und fragt sich dann wirklich, also ich frage mich dann wirklich, warum kommen so eine Sätze über meine Lippen? Und ja, warum kann man hier einfach akzeptieren, was der andere macht, ne? Das ist halt, aber auch ich habe anscheinend ein inneres Problem damit, irgendwie. Also ja, vielleicht muss ich mich dem einfach auch mehr annähern. Vielleicht muss ich wirklich mal so einen 1000er holen und zu gucken, wie, ja, wie ich schon sagte, wie funktioniert das eigentlich? Ja.
Ja, so ist das. Also, es ist schon nervend, wenn man eigentlich miteinander telefoniert und wenn man dann sowas, so einen Satz sagt, weil das ist irgendwie, ja. Gut, andererseits müssen manche Sachen ja auch raus oder will man ja den anderen auch zu verstehen geben. Nee, so kann ich nicht arbeiten, wie du arbeitest, weil ich gar nicht der Typ für sowas bin. Ja, also wie gesagt, sollte ich wirklich ein bisschen übertrieben haben, tut es mir wirklich leid, Flo. Und ich wäre wirklich bereit, also wenn man einen 1000er auftreiben würde, wäre ich wirklich, ein Technik-Skala 1000, wäre ich wirklich bereit, mit so einem Ding mal zu experimentieren. Also wie gesagt, der muss nur funktionieren. Das ist das Einzige. Und da brauche ich dann wahrscheinlich, ja, dann müsste man den erst zu dir schicken und dann das, oder keine Ahnung, oder er müsste halt wirklich von jemandem sein, der, ja, wo der wirklich okay ist, ne? Wo der müsste halt so günstig sein, dass man sagt, ja gut, man holt den jetzt und wenn der halt kaputt ist, ist er halt kaputt. Aber es geht ja auch um die ganze Programmiersache, ob das auch funktioniert noch und so, ne? Das ist halt immer. Ja, aber ich wäre auf jeden Fall bereit dazu. Also das. Technics KN 1000. Ich werde ja nochmal bei YouTube gucken, aber die haben halt immer nur diese Werksrhythmen oder irgendwelche, also die machen ja nicht viel damit, das ist immer das Problem. Eigentlich müssten Flo und ich mal einen Podcast darüber machen. Aber da haben wir ja nur das Telefon, das ist ja auch blöd. Also wenn irgendjemand von euch einen KN 1000 hat, stellt ihm einfach mal vor. Damit ich auch einen besseren Eindruck kriege. Und ja. Vor allem, wie man damit programmiert und wie man das als Blinder macht. Und das wäre schon mal interessant. Aber vielleicht gibt es auch einen, der dagegen helfen kann und sagen kann, nee, komm, hol dir mal lieber ein moderneres Keyboard, damit kannst du es auch. Also wäre auch mal interessant, ob es vielleicht einen gibt, der sagt, nee, komm, du musst nicht so eine alte Möhre nehmen, du kannst auch ein moderneres Keyboard nehmen, damit geht es auch. Ne? Also, ja, mein Aufruf an euch, ne? Wer programmiert noch mit seinem Keyboard? Ja. Ja, und das mit dem iPhone war jetzt auch nicht zynisch gemeint, Flo, oder so, wo ich gesagt habe, ich würde mir das Keyboard vielleicht besorgen, aber du ein iPhone nicht. Also das meinte ich jetzt nicht irgendwie. Ich besorge mir das Keyboard. Du würdest den iPhone nicht so besorgen, sondern ich meinte es eher als Feststellung, ne? Also ich, so von wegen, ich meinte es halt so, ich würde mir wahrscheinlich eher diesen Technics KN 1000 besorgen, als so ein iPhone. So wollte ich das eigentlich ausdrücken. Und ja gut, ein KN 1000 ist ja bestimmt auch etwas günstiger wie ein iPhone, muss man ja auch dazu sagen. Ja, aber ich denke mal, das ist schon so angekommen, wie ich das meine. Also sind ja auch zwei völlig verschiedene Dinge. Also. Nee, aber wie gesagt. Wenn ich mal an so einem KN 1000 rankomme, aus irgendwelchen Gründen, dann würde ich damit wirklich mal was probieren. Und gucken, wie ist der Programmiervorgang da. Sagt es mir zu, auch soundmäßig. Ja, also ich muss ja immer so Maßstäbe setzen, wenn ich jetzt so was wie hol mich raus aus der Einsamkeit oder ich brauche deine Liebe oder. Na, wenn ich jetzt so in der Art so eine Musik machen will, könnte ich das mit dem KN 1000 irgendwie. Ne? Und ja, wäre mal interessant. Nur das Problem ist, ich habe so ein Ding halt nicht. Ne? Das ist halt, also wie gesagt, wenn ich jetzt wüsste, wo ich den herkriege, aus Vertrauensbasis, also dann wäre es kein Problem. Ich würde damit mich auf jeden Fall auseinandersetzen.
Immerhin hätte ich dann erstmal ein Keyboard und könnte sogar eigene Sachen programmieren. Also ich meine, das wäre schon, das reizt mich ja auch. Gebe ich offen zu. Also mich reizt es ja auch, dieses schnell mal ein Beat erstellen, wie Flo das mir auch erzählt hat. Und ich denke dann so, ach Scheiße, irgendwie, auf der einen Seite kritisierst du das, auf der anderen Seite bist ja selber irgendwie interessiert. Also bin ich ehrlich. Ich bin dann immer zwischen den zwei Stühlen. Und ja, also so könnt ihr alle auch mal mitbekommen, wenn ich was Falsches sage. Und ja, auch sowas passiert unter Freunden, ne? Dass man halt mal übertreibt und dass man halt mal doch einen Satz sagt, der nicht so schön ist. Und ja, ist euch sicherlich auch schon mal passiert. Passiert ja jeden Mal. Ne? Aber ihr könnt mal drüber nachdenken und mal überlegen, wann ist euch das mal passiert, dass ihr etwas jemandem vorgeworfen habt und eigentlich wollt ihr das selber. Ja, das ist immer ganz interessant. Ich meine, der Gedanke ist, so einen Tausender hier zu haben und einfach irgendwas einzuprogrammieren und dann, das ist schon ein Gedanke, der, gebe ich zu, der mich nicht wirklich loslässt. Ja, auch wenn der Sound nicht so toll ist, aber. Ja, ich meine, ich habe ja immer noch den DJX von meinem Bruder irgendwo. Das heißt also, ich könnte zumindestens mit dem KN1000 das Hauptding machen und könnte dann per Olympus, ne, also per Oberdubbing dann mit dem, ja, den DJX drüber spielen sozusagen. Also die Percussion und so und gewisse Sounds noch. Das ist etwas moderner. Gut, modern ist der auch nicht mehr, aber. Ja, aber das ist auch eine Lösung. Erstmal. Ich überlege ja immer noch, wie ich an eine Lösung komme, erstmal ein bisschen Keyboard zu spielen. Ich meine, auf meinen 600er warten, alles schön und gut, aber bis ich den zusammen habe. Und ich will ja auch in der Zeit, wo ich auf den 600er warte, das wird ziemlich lange sein, möchte ich eigentlich auch schon Keyboard spielen. Und ja, vielleicht ist ja da so eine Mühle genau das Richtige. Zumal es ist auch mal was anderes, es ist kein Yamaha, es wäre halt ein Technics. Ja. Die Frage ist halt nur, wie lange hält der noch, wenn ich ihn denn habe. Also das sind halt so Ängste, die ich halt habe. So, ne? Also wo ich so denke, naja, wenn ich den jetzt kriege. Schwierig. Also ihr merkt, ich bin ein bisschen unschlüssig und ja, aber ich würde das Experiment wagen. Also wenn man den einigermaßen günstig herkriegen würde, kein Problem. Mein Gott. Hätte ich überhaupt kein Problem. Ja, aber man muss auch bekennen, wenn man was Falsches sagt. Und das habe ich somit getan. Und ja. Und ich finde es immer wieder gut, wenn ich das öffentlich auch mache, weil ich will euch einfach auch zeigen, wie ich bin. Und der Podcast ist ja wie mein Leben letztendlich. Der ist mein Leben, er ist nicht wie mein Leben. Und ja, und da möchte ich euch schon dran teilhaben, wann ich Fehler mache. Und ja. Und wodurch das halt kommt. Vielleicht kann mir ja ein oder andere vielleicht sogar einen Tipp geben, wie ich mit sowas umgehen kann, wenn ich dann wieder so ein Gefühl habe mit, oh, wie macht er das jetzt und warum muss er denn das so machen? Ne? Also, wie man damit umgeht. Ja. So, na gut, dann lade ich die Folge jetzt mal hoch. Das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 236, mal ein bisschen mit einem ernsteren Hintergrund, aber ja, muss auch mal sein, denn ja, so ist es halt. Und ja, ihr könnt da ja mal in euch gehen und mal überlegen, wann ist euch sowas passiert? Wann habt ihr schon mal eine Sache gesagt und wolltet eigentlich das selber und habt den anderen für eine Sache kritisiert, die ihr erstens mal selber gemacht habt und zweitens, ja, die ihr
gerne wieder selber machen wollen würdet. Wollen würdet, ja, so schön, oder? Ja, dann hört man sich. Nochmal einen lieben Gruß an Flo und ja, warten wir auf die nächsten Tenner-Folgen. Ne? In diesem Sinne, ciao, ciao und bis zur nächsten Folge.